Hallo, heute möchte ich mal zeigen, warum ich lieber Heiler als Tank spiele. Zum einen liegt es daran, dass Tanks nie hundertprozentig funktionieren können in Star Trek Online oder halt nur auf ganz bestimmten Karten. Das liegt daran, dass viele Gegner, nicht nur die Borg, eben mit AOE-Schaden arbeiten, zum Beispiel Strahlenwaffen Feuer frei etc. Und da ist es vollkommen egal, ob die gegen mich im Ziel haben oder die Glaskanonen-Eskorte neben mir bei Fire at Will oder eben AOE-Schaden, bekommt jeder was vom Kuchen ab. Nicht nur ich selber. Der nächste Grund ist, dass ich auch noch nie einen Tank gesehen habe, der einem guten Taktiker, der über 1 Million DPS liegt, tatsächlich dauerhaft die Aggro vom Leib halten kann. Zumal es dann auch noch darauf ankommt, wie der Taktiker, der so viel Schaden macht, denn den Schaden überhaupt macht. Da kann es nämlich sein, dass er selbst ohne Betrugshaltung oder andere aggro-ziehende Fähigkeiten einfach durch den massiven Schaden, den er macht, die Aggro bekommt. Und spätestens dann ist der Tank ziemlich nutzlos. Als Heiler habe ich den Vorteil, zumindest wenn er richtig gebaut ist, dass ich problemlos die Aggro der ganzen Karte in Hive Elite, also Angriff des Kollektivs Elite, halten kann. Da bin ich jetzt hier auch gerade solo drin. Und da ich solo drin bin, kann außer diesem Föderationsschiff hier, was da neben mir fliegt, niemand anderes Schaden reinbekommen. Das heißt, ich bekomme tatsächlich den Schaden der ganzen Karte rein. Das Combat-Log dazu ist hier übrigens angehängt, unten in der Beschreibung, da kann man mal reinschauen. Ich habe also in den 10 Minuten nur 18 Millionen Schaden eingesteckt. Post-Resist, also sprich Widerstände wurden dann natürlich berücksichtigt. Wäre ich jetzt eine Eskorte, sage ich mal, mit wenig Widerständen, dann wären das locker mal 150 Millionen gewesen um den Dreh rum. Aber die Widerstände werden dann natürlich abgezogen. Und der große Vorteil ist, ich kann außer mich selbst am Leben halten, natürlich auch noch mein Team mitheilen. Also ein ganz großer Teil der Heilungsfähigkeiten, die ich jetzt gerade hier auf mich selber anwende auf der Karte, würden automatisch auch noch auf mein Team überspringen. Zumindest zum Großteil, wenn sie in Reichweite sind, innerhalb von 10 Kilometer. Das ist also kein Problem. Und ja, also man kann mehr einstecken, also man kann einen Tank oder ein Schiff noch stabiler bauen, aber da ich ja kein Tank bin, bin ich auch nicht drauf aus, die Akku zu ziehen. Das machen die Taktiker schön für sich und ich halte sie einfach am Leben. Ja, das war's. Den Rest könnt ihr jetzt hier genießen und wie gesagt, Combat Lock ist angehängt.